Gut, dann folgen wir mal Messier und derweil erzähle ich mal von den Prüfungen, die Maris da in seiner Trance erleben musste. In der ersten war er dann in dieser Geisterwelt und hat ja einen Gebetsraum betreten im Prinzip und hat da Hinweise drauf gefunden, dass er da zur Mutter beten soll, also zur Wüste, und hat dann da ein Gebet vollführt und es ging darum, dass er fest im Glauben sein sollte und nicht sein Gebet unterbrechen. Denn plötzlich hat er was von oben gehört und da kamen Klingen runter und die konnten ihn nur dann nicht zerschneiden, wenn er in seiner Gebetsposition stock und steif verharrte. Und das hat er getan. Messier? Messier? Hallo? Ja, und dann sollte er auch noch zu Adanos beten an einem Becken und da hat er seine Arme geöffnet und nach oben gesehen und dort war ein Schalter gewesen, der ihn dann in eine über eine Geheimtreppe ins Nichts gebracht hat und damit hat er die erste Stufe überstanden, dass er die Gebete quasi vollführt hat und ja religionstreu geblieben ist sozusagen und wusste, wem sein Glaube gehört. Wir sind da. Er ist dort unten. Gut, das dachte ich mir jetzt schon fast. Folge mir sie als abgeschlossen. Okay, das zweite. Er ist dann halt in einen Nebel getreten im Prinzip und ist dann in einer ganz neuen Situation gelandet. Das zweite war der trügerische Schein. Er ist in Al-Shaddim rausgekommen, in einem Traum Al-Shaddim wohlgemerkt, in dem kein Wasser mehr durch den Kanal geflossen ist und alle waren kurz vorm Verdursten. Und wir sehen schon, oh, um Ramirez steht's nicht so gut. Da ist er, Ramirez, der verschwundene Assassine. So, aber den Erzrohling, hey, den nehmen wir gerne mit. Also hat auch der irgendwas mit Zugut zu tun gehabt. Und hier ist mal wieder nicht gewischt worden. Na toll. Ja, also alle Leute sind verdurstet, weil der Kanal kein Wasser mehr getragen hat. Und Myxir meinte dann daraufhin, das liegt am magischen Wald. Der war eigentlich zu der Zeit, als Mars die Prüfungen vollführt hatte, schon wieder abgebrannt. Und? Hast du ihn gefunden? Ja. Zumindest das, was übrig war. Dann lass uns jetzt zu Murats Oase gehen, bevor wir auch noch so enden wie er. Ja, sehr gut. Dann lass uns gehen. Gehen wir zu Murats Oase. Ich kenne den Weg, aber du musst mich beschützen. Jo, machen wir gern. Dabei kann ich ja weiter erzählen. Ach komm, scheiß drauf. Dabei kann ich ja weiter erzählen. Die Leute sind also verdurstet, weil kein Wasser mehr durch den Kanal geflossen ist. Und eigentlich war zu der Zeit der Wald, der magische in Al-Shaddim, schon wieder abgebrannt. Aber in seiner Vision da, in seiner Trance-Welt, stand der auf einmal wieder. Und da kam auf einmal Myxir an und der meinte so, ja, der Wald, der entzieht dem Kanal das sämtliche Wasser und deswegen sterben alle. Und deswegen müssen wir den Wald jetzt anzünden. Und das fand Maris halt ein bisschen komisch und konnte das nicht so ganz glauben. Du willst das nicht anders. Und da kam auf einmal ein kleines Mädchen an, ein fünfjähriges, und meinte dann, das liegt nicht am Wald, sondern da ist eine dicke Kröte, die alles Wasser von der Quelle absaugt. Und Maris wollte ihr halt einen Gefallen tun und mit ihr zusammen zu dem Ort gehen, wo sie die Kröte angeblich gesehen hat. Während Myxir dann auf einmal übelst forsch geworden ist und gesagt hat, nee, das gibt's nie, wir brennen jetzt den Wald an, wir haben keine Zeit für so einen Scheiß. Und das hat Maris überhaupt nicht gepasst, deswegen... So, das war's mit dir. Deswegen ist er dann mit dem Mädchen mitgegangen und tatsächlich, da saß eine Kröte, die der Quelle sämtliches Wasser abgesaugt hat. Und es ging eben darum, dass man nicht immer dem ersten Schein glauben sollte, sondern dass man die Dinge manchmal hinterfragen sollte. Und damit hat er die Prüfung bestanden. Du wirst mich nicht mehr belästigen. Genau, so sieht's aus, Messier. Die dritte Prüfung hat Maris in ein Wolkenschloss geführt. Und zwar ein ganz besonderes. Nämlich eines, in dem Jungfrauen rumsitzen. Massen von Jungfrauen. Und zwar haben die gesagt, dass sie dort eingeschlossen sind und dass sie junge Prinzessinnen sind, die von ihren Vätern dort eingesperrt wurden, damit sich keine Männer an ihnen vergreifen, bis sie einen geeigneten Ehepartner gefunden haben für die Jungfrauen. Und die waren natürlich... Oh, hallo Snapper! Und die waren natürlich dementsprechend spitz wie Nachbars Luppi gewesen und haben dann Maris daraufhin umgarnt und haben... Das war's mit dir! Und haben ihm da schönen Bauchtanz vorgeführt und alles mögliche und wollten ihn irgendwie scharf machen.
Und gerade als es da zum Höhepunkt des Tanzes kam und Maris sich dort hatte fallen lassen und sich das Ganze halt angeschaut hatte, da zückte die Chefin von den Mädchen einen Dolch und wollte Maris erstechen. Und er war aber aufmerksam genug gewesen, um der Verlockung im Prinzip zu widerstehen, beziehungsweise um sich nicht von der Verlockung komplett einlullen zu lassen. Und hat es geschafft, nicht getötet zu werden. Mensch, wo kommen die denn alle her hier? Ja, ist ja gut. Und hat daraufhin die Alte mit ihrem eigenen Dolch mal abgemurkst. Ja, und damit hatte er die Prüfung bestanden. Und dann kam es zu Treue und Vertrauen. Das war eine ziemlich kurze Aufgabe auch gewesen. Er kam wieder in Aishidin raus auf einmal. Und plötzlich hieß es, also plötzlich kam, ich weiß gar nicht wer, ich glaube Jafar kam angerannt und ist auch egal. Jafar kam, glaube ich, angerannt und meinte dann, ja, Tamar und Jubair sind festgenommen worden von Onatas. Also Tamar und Jubair waren ja auch Sippenmitglieder von Maris, ne? Während Onatas im Prinzip der Sippenkrieger war, der Sippenführer war, der für die Sicherheit in Aishidin zuständig war dann in der späteren Zeit. Und da hieß es dann, ja, die sind festgenommen worden von Onatas Leuten und die sollen jemanden ermordet haben. Und Maris konnte das nicht glauben, weil die einfach, die konnten sowas nicht tun, niemals. Und er hat sich dann auf ihre Seite gestellt und hat dann Onatas zur Rede gestellt, hat dann gesagt, die haben das nicht... Weiß nicht so viel. Berasch! Outside. Ach, immer diese... Audioflitzer hier. wo war ich jetzt, Mann? Du hast mich rausgebracht. Ja, er konnte das nicht glauben, genau, weil die das einfach nie getan haben oder die hätten es niemals tun können, sowas. Und er hat dann Onatas zur Rede gestellt und hat dann gesagt, die haben das nicht getan, du wirst die nicht festnehmen. Wenn du die festnehmen willst, dann tut's mir leid, dann werde ich dich jetzt angreifen müssen und sie in die Freiheit rauskämpfen und wir werden halt Aishidin den Rücken kehren müssen. Und ich werde alles hinwerfen, was ich bisher versucht habe zu erreichen und alle Hoffnungen zerstören, die da so waren. Aber ich bleibe meinen Sippenbrüdern treu. ja, treu. Und das war die Aufgabe letztendlich, was er nicht wusste natürlich. Er sollte die Treue gegenüber seinen eigenen Brüdern zeigen. Er sollte Treue und Vertrauen zeigen. Ja. Und damit haben wir das. Gut. Und dann schauen wir uns jetzt erstmal hier bei der Oase um. Nicht wahr, Messier? Ah, wir sind da. Wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt können wir uns eine Weile ausruhen. Hier, nimm das. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Alter Lustgreis, ja toll, 300 Goldstücke ist ja super. So, Ragnarok, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, ehrlich gesagt. Und hier haben wir Murat, der Chef der Oase und der Besitzer dieser Damen da drüben. Wenn du Wasser kaufen willst, sprich mit den Sklaven. Will ich gar nicht. Was hast du anzubieten? Ich bin Sklavenhändler. Ich handle nur mit den schönsten Frauen des Landes. Sieh dir meine Ware an, dann wirst du sehen, dass ich nicht lüge. Geh ruhig näher heran und sprich mit dem Mädchen deiner Wahl. Ja, super. Gut, das machen wir gleich. Wir gucken uns nochmal kurz hier um. Auch schön hier. Unglaublich geräumig vor allem, muss ich sagen. So, und Ragnarok rennt uns die ganze Zeit sinnlos hinterher. Gut, ja, wie so eine Oase halt aussieht, ne? Wobei ich der Meinung bin, richtige Oasen haben nicht zwangsweise unbedingt einen See in der Mitte. Aber gut, was soll's. So, hier ist ansonsten auch wirklich gar nichts. Das heißt, wir quatschen jetzt einfach mal mit den Sklavinnen und klären die ganze Sache hier. So, Murat, was? Alima, aha, und Jasmin. Ich bin die schönste Tänzerin des Landes, sagen sie. Ich bin des Tanzens müde. Ich hoffe, ich werde bald jemandem gehören, der nicht nur meine Tanzkünste bewundern will. Auch deinen Körper, natürlich. Naja, die schönste Tänzerin des Landes, ich weiß ja nicht so richtig. Gut, was soll's. Was willst du? Ansonsten können wir auch gar nichts mehr mit dir besprechen. Okay, dann müssen wir später wahrscheinlich nochmal zurückkehren. Denn diese Dame Jasmin, die wird ein Geschenk für Gonzales werden. Welch ein gut aussehender Mann. Bist du ein Händler aus Morasul? Nicht direkt. Schade, ich wäre so gerne die Frau eines reichen Händlers geworden.
die Frau des reichsten Händlers der Stadt zu sein, das wäre etwas für mich, meinst du nicht? Nein, ich glaube nicht, dass es etwas für dich wäre. Gut, ansonsten gibt's ja nichts mehr, wir können ja vielleicht nochmal mit Messier reden. Okay, der hat auch gar nichts mehr für uns. Gut, dann kann der alte Lustkreis sich hier mal ein bisschen gütlich tun. Wir gehen zurück nach Morasul. Und da fällt mir gerade ein, wegen Messier. Das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass Zuben irgendwo hellseherische Fähigkeiten hat. Denn wenn Messier die hat und dann sagt, Zuben hatte wirklich gute Visionen, ich speichere übrigens mal sicherheitshalber, habe ich glaube ich schon lange nicht mehr gemacht, dann scheint das ja zu bedeuten, dass Zuben auch irgendwo seherische Fähigkeiten hat, nicht wahr? Na gut, dann bin ich noch gar nicht fertig mit Mars Prüfungen, hatte noch mehr gehabt. Das war erst knapp die Hälfte. Das nächste war die Ehrung der Wüste. Er hat sich wiedergefunden auf einem erhöhten Felsplateau und hat gesehen, dass unten Regimenter von irgendeiner Armee durch die Gegend zogen, durch ein Tal durch. Orknarok, komm! Und er wusste, also das Wissen wurde ihm da in dieser Situation mitgegeben, dass das seine Feinde waren und dass er sie aufhalten sollte und dass sie einen Angriff auf Al-Shaddim wagen würden und viele seiner Brüder sterben würden. Und auf dem Plateau, auf dem er stand, war eine Stelle, an der war ein natürlicher Damm, der voll mit Wasser war, und für Maris bestand die Möglichkeit, diesen Damm zu zerstören und damit seine Feinde zu ertränken. Allerdings hätte er damit das komplette Wüstental unter Wasser gesetzt, und er soll ja mit dieser Prüfung beweisen, dass er der Sohn der Wüste ist, und deswegen sollte er die Wüste halt ehren. Und die Aufgabe war gewesen, sich so zu entscheiden, dass er eben nicht den Damm kaputt macht, sondern dass er sie ziehen lässt und dass er es in Kauf nimmt, dass ein paar Brüder sterben, aber dafür nicht die eigene Mutter sozusagen angreift. Oh Gott, ich sehe gerade Schreckliches. Ja, das hat er natürlich gemacht und geschafft und alles, ne? So, jetzt stirb doch mal. Gut. So, das nächste war auch so was kleines, gewitztes. Der Gang des Alterns. Mars stand in einem Gang und musste nur bis ans Ende des Ganges kommen. Das war die ganze Aufgabe. Das Problem war, mit jedem Schritt, den er vorging, wurde er älter. Und er konnte es einfach nicht schaffen, weil er vom rein technisch war der Gang viel zu lang gewesen. Er wäre schon längst tot gewesen, bevor er am anderen Ende angekommen wäre, rein vom Alter her. Und irgendwann, er war dann total verzweifelt, ist dann mal einen Schritt zurückgegangen und da hat er festgestellt, hey, wenn ich einen Schritt zurückgehe, werde ich auch wieder jünger. Und das war dann der ganze Witz an der ganzen Sache. Er musste einfach nur immer mal ein paar Schritte vorwärts gehen und ein paar rückwärts, und dann konnte er das Ende des Ganges erreichen, ohne an Altersschwäche zu sterben. So. Dann war die nächste Aufgabe, er kam dann wieder an einer anderen Stelle raus, nämlich auf einem Schiff, und dazu muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich hab's bestimmt schon mal erwähnt, aber Maris hat höllische Angst vor den Tiefen des Meeres. Oh, ich habe gerade Angst, dass Orknarok tot ist. Maris hat höllische Angst vor den Tiefen des Meeres und er fand sich auf einem Schiff wieder. Oh gut, er lebt noch. Er fand sich auf einem Schiff wieder und hat sich dementsprechend toll gefühlt. Und er hatte... Ein Mistvieh weniger. Wie geht's dir? Sehr gut, okay. Und als er sich umsah, stellte er fest, dass auf dem Schiff eine Person war, eine Frau war, die seine Tochter in den Armen hielt, seltsamerweise. Und also sie hielt Runa in den Armen und Maris ging hin und fragte, warum hast du meine Tochter in der Hand? Gib sie her. Und die sah ihn bloß mit einem sehr verzweifelten Blick an und warf Runa einfach über Bord ins Meer runter. Und Maris, der ja eine Todangst vor den Tiefen des Meeres hatte, sprang hinterher, um seine Tochter zu retten. Und ihm wurden dann auch, er kann auch blöderweise nicht schwimmen, weil er eben so eine Angst davor hat. Und es kam dann sofort von oben, von der Schiffsbesatzung, irgendwelche Stangen, an denen er sich festhalten sollte. Doch ihm hat die Kraft gefehlt, sich über Wasser zu halten, weil er halt auch nicht schwimmen konnte. Und da hat er es bloß noch geschafft, Runa, beziehungsweise das Bündel, in das Runa eingewickelt war, an der Stange zu befestigen, und ist dann abgesoffen. Glücklicherweise ist er aber nicht gestorben, sondern einfach nur in der nächsten Prüfung gelandet, wie es eben so spielt. Und das waren die Geister der Toten. Ganz besondere Prüfung, weil sie im Prinzip die komplette Zeit umfasste, die ich mit Maris geschrieben habe. Denn Maris wurde mit sämtlichen Geistern der Menschen und Orks konfrontiert, die er umgebracht hatte in der ganzen Zeit.
Und ein paar waren das schon gewesen. Er hatte einerseits natürlich Ahmar, also fangen wir hinten an. Ahmar Sah hatte er getötet, seinen Freund aus Jugendtagen, weil der eben Kopfgeldjäger war und die eine Sippe da, die von Kajor platt machen wollte. So, jetzt gucke ich mal kurz, wo Osten ist. Osten ist da. So, den Ahmar Sah hatte er platt gemacht. Dann hatte er die Wüstenräuber getötet, die damals ihn angegriffen hatten, die seinen Kamelbullen getötet hatten und die ihn ausrauben wollten, wo sich die Wüste in Form des Sandsturms gezeigt hatte. Das ging auch auf seine Kappe, die fünf Wüstenräuber, die dort gestorben sind. Dann hat er einen Assassinen bei der Schlacht um Lago getötet, um einen Nomaden zu retten. Und dann hatte er noch in Morasul einen Bandenführer aus früheren Tagen, als er halt noch auf den Straßen selbst unterwegs war, umgebracht. Als er mal nach Morasul zurückkehrte, der hatte ihn gefunden und wollte ihn erwürgen. Daraufhin hatte Maris ihm in Notwehr den Dolch in den Wanst gerammt. Genau, das waren die Leute, die er getötet hatte, die Menschen. Und dann war er ja noch in Nordmar gewesen, um den Nordmaren bei der Befreiung des Landes von den Orks zu helfen. Dabei hatte er auch ein paar Orks getötet. Und die haben ihn dann alle irgendwelche Vorhaltungen gemacht, haben ihn verwünscht und alles Mögliche. Und die einzigen, die irgendwie ein bisschen respektvoll klangen, waren die Orks. Die haben halt gesagt, danke, dass du uns einen Tod im Kampf beschert hast. Möge dir dasselbe geschehen. Freundlich, ich weiß. Aber zumindest respektvoll irgendwo. So, ja, das war das gewesen. Und er musste halt irgendwie damit klarkommen, dass er die alle umgebracht hatte, weil Maris nie scharf aufs Töten gewesen war und es halt gemacht hatte, wenn es sein musste. Aber mehr auch nicht. Und ihn hatte das halt trotzdem immer verfolgt irgendwo. Und so konnte er damit endlich mal abschließen. Und damit kam er zur letzten Prüfung, die Magie des Sandes. Er fand sich auf einem unglaublich hohen Felsplateau wieder, das aber nur ganz, ganz schmal war. Es war im Prinzip wie eine Felsnadel, eine dickere Felsnadel. Ich suche übrigens nach den Wüstenläufern, falls ihr euch fragt, was zur Hölle ich hier eigentlich tue. Ja, und auf der stand er und konnte nicht runter. Er war gefangen auf dem Ding. Und da saß er Tag und Nacht und ewig lang. Und da haben wir die Wüstenläufer, wunderbar. Und er stellte sich dann einer besonderen Aufgabe, von der er eigentlich nichts wusste. Er fühlte dann, dass da irgendwas war dass da irgendwas im Sande war, in der Wüste war. Und das war Magie, nämlich die Magie des Sandes. Und er fühlte, wie diese Magie die Wüste durchströmte. Und in dieser Trancewelt, wohlgemerkt, nicht in Wirklichkeit, lernte er dann innerhalb kürzester Zeit mit dieser Magie des Sandes umzugehen und ist mit dieser Magie dann entkommen von dieser kleinen Felsnadel, indem er sich hinabgestürzt hat in die Tiefe und hat dann einen Turm aus Sand aufgebaut, in den er sich hineingestürzt hat sozusagen, der seinen Aufprall abgedämpft hat. Und dann habe ich ein bisschen halt ihn rumspielen lassen, wie er durch die Gegend geflitzt ist auf dem Sand und wie er da irgendwelche lustigen Sachen damit gemacht hatte. Weil ich eben mal die Magie des Sandes irgendwo... Arschloch! Dem hast du es gezeigt. Weil ich die Magie des Sandes mal ein bisschen ausprobieren wollte für Maris, denn das war mal eine Idee von mir gewesen, als höchsten Skill für die Nomaden das einzurichten. Fell eines Schattenläufers und Schattenläuferhorn, sehr geil. Es war nämlich mal eine Idee von mir gewesen, das als obersten Skill für die Nomaden zu etablieren. Allerdings war es dann schon ein bisschen zu spät, deswegen habe ich dann gesagt, lassen wir es dabei, bleiben wir beim Tiergefährten, passt schon. So, aber so konnte ich das wenigstens für mich mal ausprobieren. Und das war die letzte Prüfung. Damit erwachte Maris und ergriff den Dolch auf seiner Brust und damit war er ein Sohn der Wüste, ein Hüter der Wüste und... Ja, das war die letzte Tat, die er vollbracht hatte, bevor die Reise nach Setarif ging, muss ich leider sagen.